Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Auf die Überholspur. Und heute geht es um ein Thema, zu dem wir sehr, sehr viele Fragen bekommen. Nämlich, wie läuft denn deine erste Fahrstunde ab? Die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage in diesem Zusammenhang ist, muss man denn gleich bei der ersten Fahrstunde von der Fahrschule wegfahren? Und die Antwort ist ganz eindeutig, jein. Wenn du nämlich schon ein bisschen selbst gefahren bist und wenn du schon ein bisschen probiert hast, dann können wir auch von der Fahrschule wegfahren. Wenn du dir das nicht zutraust, dann ist es gescheiter, dass der Fahrlehrer mit dir auf dem Übungsplatz fährt. Dort kann man eben das Auto kennenlernen, erste Gehversuche machen und dann eben auf die Straße fahren. In diesem Zusammenhang gibt es gleich eine weitere Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Muss man denn die erste Fahrstunde komplett am Übungsplatz fahren? Und das ist eine sehr schwierige Frage, weil jeder Fahrlehrer einen anderen Stil hat. Es gibt einen Lehrplan in Österreich, den der Fahrlehrer durchgehen muss, aber er kann das natürlich variieren. Und so könnte es sein, dass deine Fahrlehrerin zum Beispiel in der ersten Fahrstunde sehr viele Übungen am Übungsplatz macht. Vielleicht auch schon das Einparken. Ein anderer Fahrlehrer fährt vielleicht lieber in den Straßenverkehr. Ich sage es von mir aus, ich fahre lieber in den Straßenverkehr. Aber das muss, wie gesagt, jeder Fahrlehrer selbst entscheiden. Wichtig ist ja, dass du dann das Fahren lernst und bei der Prüfung durchkommst. Im Normalfall wird man eine Zeit auf dem Übungsplatz fahren und wenn das Schalten so halbwegs funktioniert, dann kann man auch in den Straßenverkehr fahren. Aber auch da wieder nehmen wir natürlich Rücksicht auf dich. Wenn du sagst, nein, ich möchte am Übungsplatz bleiben, dann bleiben wir am Übungsplatz. Wenn du sagst, ja, traue ich mir zu, ich fahre im Straßenverkehr, dann fahren wir auch raus. Und noch eine dritte Frage gibt es in diesem Zusammenhang, die da lautet, ich habe überhaupt keine Erfahrung, ich bin überhaupt noch nie Auto gefahren. Ist das ein Problem? Natürlich nicht. Dafür sind wir ja da, um dir das Autofahren beizubringen. Und wenn du überhaupt keine Fahrerfahrung hast, überhaupt kein Problem, wir machen das, dann braucht man vielleicht ein, zwei Minuten länger am Übungsplatz, aber trotzdem wird man wahrscheinlich in der ersten Fahrstunde auch schon ein paar Meter auf der Straße fahren. Die nächste Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, ist, kann man sich das Auto und den Fahrlehrer aussuchen? Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist von Fahrschule zu Fahrschule unterschiedlich. Bei uns zum Beispiel hat ein Fahrlehrer ein bestimmtes Auto. Das heißt, ich kann mir den Fahrlehrer aussuchen oder ich kann mir das Auto aussuchen. Es ist logistisch total schwierig, wenn man sagt, ich möchte mit dem Fahrlehrer mit dem Auto fahren, dann nächste Fahrstunde mit einem anderen Fahrlehrer, wieder mit einem dritten Auto. Das wird einfach schwierig und das ist für unsere Mitarbeiterinnen im Büro einfach nicht handelbar. Deshalb haben wir die Lösung, ein Fahrlehrer hat ein Auto. Wenn du sagst, okay, sie oder er gefällt mir, mit ihr oder ihm möchte ich fahren, dann hast du auch das bestimmte Auto. Oder du sagst, mir ist das egal, ich möchte mit dem Auto fahren, egal wer da rechts neben mir sitzt. Wahrscheinlich eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen haben, oder eine sehr häufige Frage, die wir bekommen, ist, was passiert denn, wenn wir in der Fahrstunde einen Unfall bauen? Grundsätzlich muss man einmal sagen, du hast ja noch keinen Führerschein. Deshalb kannst du auch nicht schuld sein, wenn ein Unfall passiert. Das muss man juristisch sich ein bisschen anschauen. Wenn du nämlich betrunken zur Fahrstunde kommen würdest, dann wäre das vielleicht ein bisschen anders. Aber grundsätzlich kannst du nicht schuld sein für einen Unfall, weil du ja noch keinen Führerschein hast. Deshalb hat ja der Fahrlehrer auch Pedale, kann dir ins Lenkrad greifen und eben das Auto zum Stillstand bringen. Das Zweite, was man in diesem Zusammenhang beachten muss, ist, bei uns in der Fahrschule, das kann jetzt von Fahrschule zu Fahrschule sich unterscheiden, bei uns in der Fahrschule sind alle Autos Vollkaskoversichert. Das heißt, wenn etwas passiert, dann würde dort auch die Versicherung greifen. Wir haben einen Selbstbehalt, aber das trägt dann die Fahrschule. Ich kann dich aber auch beruhigen, ich bin jetzt schon viele Jahre Fahrlehrer, es ist noch nie etwas passiert. Dass einmal was kaputt wird, das kann schon passieren. Aber wie gesagt, da bist nicht du schuld, sondern da muss der Fahrlehrer dafür den Kopf hinhalten. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang lautet, naja, was passiert denn, wenn ich während einer Fahrstunde von der Polizei geblitzt werde? Auch da muss man sagen, du hast ja noch keinen Führerschein, also kannst du auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und der Fahrlehrer hat ja Pedale und könnte dich runterbremsen. Es kann jetzt passieren, dass in einer schwierigen Situation, dass man vielleicht etwas übersieht, dass man vielleicht auch, dass der Fahrlehrer einen Fehler zulassen will, auch auf die Gefahr hin, dass eventuell hier eine Verkehrsvorschrift übertreten wird. Aber auch da wäre der Fahrlehrer dafür verantwortlich. Und du kannst mir glauben, die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer in Österreich generell sind darauf geschult,
Fehler nur so weit zuzulassen, dass niemand gefährdet wird, und im schlimmsten Fall greifen sie ein und bremsen das Auto ihm ab. Also Strafe musst du jedenfalls niemals zahlen, das zahlt immer der Fahrlehrer. Wie lange dauert jetzt eine Fahrstunde? Eine Einheit in Österreich dauert 50 Minuten im Normalfall. Manchmal können Fahrstunden oder im Normalfall werden immer zwei Fahrstunden zusammengelegt. Da kann man mehr machen, da kommt man ein bisschen aus der Stadt raus, kann man weitere Strecken fahren. Das ist eigentlich nicht so schlecht, hat sich als gut bewährt. Wir machen das immer so, dass wir grundsätzlich einmal zwei Einheiten zusammenfassen. Das heißt, wenn du diese Mindeststunden machst mit 18 Stunden, hast du 9 Doppelstunden, die du mit deinem Fahrlehrer oder deiner Fahrlehrerin fährst. Apropos 18 Fahrstunden, auch da kommt immer wieder die Frage, reichen diese Fahrstunden aus? Und im Normalfall werden diese Fahrstunden ausreichen. Autofahren ist reine Übungssache. Und es gibt Herrschaften, die tun sich ein bisschen leichter, andere tun sich ein bisschen schwerer. Das ist so, wie wenn du ein Instrument lernst. Wenn du Talent hast, wirst du dir leichter tun. Wenn du weniger Talent hast, kannst du natürlich auch ein Instrument spielen, aber es wird einfach schwieriger. Und deshalb muss man sagen, jeder hat noch die Prüfung bestanden. Der oder die eine braucht 18 Fahrstunden, jemand anders braucht vielleicht 20 Fahrstunden. Aber geschafft hat es noch wirklich jeder. Ich kann dir nur sagen, freu dich auf deine erste Fahrstunde. Es macht sicherlich viel Spaß. Keine Angst haben, Respekt vorm Auto, das ist okay. Aber keine Angst. Und vielleicht lass uns unten in den Kommentaren an deinen Erfahrungen teilhaben, wie es dir in der ersten Fahrstunde gegangen ist, wie lange du am Übungsplatz warst, wie weit du schon hinausgefahren bist, wie leicht du dir getan hast. Vielleicht warst du gar nicht am Übungsplatz. Würde uns sehr freuen, wenn andere auch von deinen Erfahrungen profitieren können, so wie es dir gegangen ist. Muss jetzt nicht in unserer Fahrschule sein, kann auch in einer anderen Fahrschule in Österreich passieren. Lass uns einfach einen Kommentar da. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Wenn auch du Fragen hast, schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 297 00. Gerne auch als Video- oder Sprachnachricht, das können wir dann hier einblenden, wenn du es möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der ersten Fahrstunde und wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.